Ist schon wieder soweit. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Das ist mein GMM-Beitrag 2020. Wir können ja nicht demonstrieren gehen, deswegen kommt es jetzt zu mir ganz einfach auch virtuell. Der DHV hat dazu aufgerufen, also hier ist es. 1964 trat ja die Single Convention of Narcotic Drugs in Kraft. Das hat uns ja dann dieses BTMG beschert und darin ist Cannabis verboten. Es gibt drei Gründe, warum man Cannabis legalisieren könnte. Grund 1 ist ja der wissenschaftliche Hintergrund, wenn man forschen möchte. Wissenschaftler können sich eine Ausnahmegenehmigung holen, damit sie kiloweise das Zeug ranholen können, um eben damit zu forschen, nicht um es zu konsumieren. Punkt 2 wäre die medizinische Freigabe, die wir ja de facto schon haben, die allerdings, naja, so typisch TDU halt mehr schlecht als recht ist. Dann gibt es noch, wenn es im öffentlichen Interesse liegt. Ja? Und dazu benötigen wir die Mehrheit, dass wir Cannabis für Genusszwecke freigeben lassen können. Es gibt zwei Wege dazu. Entweder wir überzeugen die Hälfte der CDU und CSU davon, dass Cannabis legalisiert werden muss und dass wir das so wollen und das auch ernst meinen. Aber ihr wisst ja, seit über 20 Jahren demonstrieren wir ja schon auf der Hanfparade. Es ist ein bisschen was passiert, aber die Leute dort, die spielen so auf Zeit, die müssen die erstmal alle weggestorben sein, bevor da irgendwas passiert. Deswegen müssen wir das einfach anders schaffen. Bei der nächsten Bundestagswahl wählt ihr bitte, bitte Bündnis 90 die Grünen und die Linken, von mir ist auch SPD oder die Piraten, aber auf gar keinen Fall CDU, CSU oder AfD. Das wäre so, als würde ein Kalb sagen, ich möchte diesen Metzger statt diesen Metzger, statt der Junior da hinten, der mich freilässt. Kapierst du, was ich damit sagen möchte? Wir müssen es uns nur einmal ans Bein binden, für 4 Jahre, für diejenigen, die hier damit ein Problem haben, mit Grün wählen oder Links wählen. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf diese Verbotspolitik, wo Leute wegen ein paar Cannabispflanzen oder wegen ein paar Gramm Cannabis Wohnungsdurchsuchung bekommen oder womöglich auch in U-Haft müssen oder länger ins Gefängnis müssen, weil es irgendwie bei manchen Menschen noch nicht angekommen ist, dass für uns Connoisseure ein Joint so ist wie für jemanden ein Bier, ein Feierabendbier. Ja? Das ist zu krass, in Wohnungen reinzugehen und die dort zu durchsuchen und in den intimsten Sachen rumzuwühlen, nur um so ein paar Gramm zu finden. Ja? Zwiegel, der Zwiegel hat auch noch was zu sagen und dem schließe ich mich an. Peace out. Hey Zwiegel, du bist dran. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. 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 Schluss mit Krimi. Cannabis normal.